Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Legion TD2 im Ranglistenmodus. Amon Lukas mit dabei. Wir können natürlich wieder auf Burg gehen. Machen wir auch. Genau das machen wir auch. Welcome to Nova. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wir haben eine Menge Mana zu vergeben, auf jeden Fall. Machen wir so. Mit den Mana-Rössern können wir die gut hochstecken. Ihn auch. Nehmen wir so. Ich mache erstmal einen Bonecrawler-Start. Stell dort mal einen kleinen hin. Man weiß ja nie. Da kam eine Schnecke rein. Mit einer Ratte hält ja die Welle. Nee, hält er nicht? Okay. Ich denke mal, er war sich sicher, dass er die Welle hält. Okay, es kommen immer fettere Gegner. Da müssen wir uns gute Strategien überlegen. Wie wir uns zum Sieg bringen können. Ich warte erstmal weiter auf. Zumindest eine. Beobachte erstmal den Gegner. Was da so abgeht. Mehr Ratten. Mehr Ratten. Ich würde dann sicherlich aufwerten wollen. Ja, das dachte ich mir schon. Wir machen das so. Zwei Schnecken geschickt. Da ist der große Piraten. Hat er gut vorhergesehen. Der kennt sich eben aus in dem Spiel. Aber es ist meistens so. Können locker in den Worker reinpushen. Ja, wobei wir ein bisschen viele Einheiten, die Mana verbrauchen. Wenn ich den jetzt hier zum Archer aufwerte, dann braucht er Mana, er braucht Mana, er braucht Mana und sie braucht auch Mana. Dann sind die halt zur Unterstützung da, so im Großen und Ganzen. Ja, 6 bringt nichts. Man könnte jetzt auf die 5 gehen, um wegen dem Stichschaden, aber der ist zu stark am Anfang.
Der regeneriert zu viel und hält zu viel aus. Da macht es keinen Sinn, ihm jetzt erstmal was reinzuschicken. Da bleiben wir erstmal bei dem aktuellen Plan, bei der King aufwerten. Dann schicken wir auf 9. Wahrscheinlich. Das ist ein guter Plan. Dass die natürlich das Mana absaugen, ist auch nicht so optimal für einen extra Schuss. Aber aktuell mein einzigster Stichschaden. Ich werde auf jeden Fall da nochmal rollen. Verkaufe ich vielleicht auch nochmal. Der ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, der Archer. Ja, ich weiß auch nicht so recht. Kacke, da ging wirklich stark durch. Okay. Machen wir es mal so. Ein bisschen Split Frontline mit aufbauen. Bevor ich dann mit der Rächerin durchstarten kann. Und meinem goldenen Nimbus. Nochmal 100. Das ist heftig. Sieht nicht gut aus. Ja, da schießt die ganze Zeit auf die Brut. Holy shit. Holen wir Mana-Rösser. Dann auf jeden Fall rollen. Ich habe für die 10 nichts Starkes. Würde ich vor der 10 nochmal rollen. Zwei Unholde. Ja, das Mana geht schon gut hin und her. Ja, diesmal sieht es gar nicht so schlecht aus. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht.
Der Schütze, der ist wirklich übelst kacke. Ich warte den mal auf. Ja, ich hätte auch keinen mehr gebaut. Die sind nicht so toll. Also der hat so schon einen Mini-Schaden, da muss man sich mal überlegen, der hat trotzdem 80 Piepen oder so gekostet. Das ist wirklich nicht gut. So, wir rollen mal. Bananenbaum wäre stark. Ich glaube, wir nehmen ihn raus und nehmen den Bananenbaum mit rein. So, wir warten ihren Sender ab und dann save dann. Okay, das machen wir. Also ich habe schon gut meine Regeneration da, den baue ich dann auf jeden Fall ab. Nächste Runde. Der ist wirklich kacke. Und 300 ist zu fett dafür, dass er hier Mana kriegt. Das werde ich wohl nicht halten. Die ist schon fast voll. Ich habe getan, was ich konnte. Aber der King ist schon gut aufgewertet. Der hat es locker weggemacht. Jetzt werden wir investieren. Deswegen habe ich das Gold noch aufgehoben. Und jetzt können wir... mit dem Nimbus aufrüsten. Verzeihung. Kommt vor. Der hat eine Rächerin und einen Piraten. Das heißt, ich muss ihn vor euch schicken. Ketten hier hat er auch schon. Der hat den schon einmal größer gemacht. Den dicken Piraten. Komm, du verbiss dich. Baum rein. Hier können wir auch noch so einen gebrauchen. Gut. Steht er da vorne. Man darf immer nicht vergessen, was ich meistens mache, dass der ein Fernkämpfer ist. Er ist einer. Hat zwar nur eine mini kleine Reichweite, aber er ist einer. Er lebt noch, jetzt ist er tot. Ja, also viel kann ich nicht halten. Vor Eis musste rein.
Weiß nicht, bis ich die Schaden irgendwie noch oder so. Wir werden jetzt hier ein paar Worker pushen. Komm, wir gehen all in. Ich hole jetzt alle Worker, die ich holen kann. Stichschaden wäre noch nicht bad, ne? Dann holen wir noch zwei Unhold rein. Ja, es kam jetzt nämlich das Investieren Gold. Da konnten wir jetzt gut aufbauen mit unseren Workern. Aber ich habe gehalten, aber die haben auch nichts gesendet. Kommt trotzdem nicht durch. Ein bisschen zu stark. Machen das so, da können wir hier noch ein bisschen aufrüsten mit meiner Regeneration. Dann bauen wir den mal noch auf. Dann habe ich hier wenigstens drei rausgeholt, wenn ich den Starcaller hole. Na dann. Ja, die sind aktuell noch auch zu stark dabei. Wir machen Starcaller und wir machen Pegasus. ...75 hätte ich dann. So machen wir es. Nur 100? Da stimmt doch was nicht. Das ist doch bestimmt wie im letzten Game, so ein getarnter. Ich trau dem Braten nicht. Ist aber ganz schön weit runter. Die sammeln noch. 100 pro. Können natürlich hier auch noch einen Starcaller hinmachen. Da profitieren die drei schon mal davon. Das liegt ganz schön weit zurück vom Value. Etwas ärgerlich. Nichts geschickt. So, Voreis muss rein. Dann knallen wir noch den guten Herrn rein. Der magische Schaden ist schon mal für den Arsch bei den Metalldrachen. Die haben genau das, was ich brauche. Den Stich. So. Der gute wird aufgewertet.
Könnten wir natürlich hier noch mehr hinsetzen. Könnten noch einen platzieren. So Doppelding. Consider it done. Lass mich gucken. Stichschaden ist auf jeden Fall da. Ich könnte noch ein bisschen magischen Schaden reinschicken. Oder noch Mole. Mole. Aber bin ich auch gut bei 1300? Das ist schwer zu sagen. Oh, die Sackholler, die machen gute Arbeit. Der war zu schnell weg. 3 vor Eis. Alle down. Unser King ist aber besser aufgewertet. Also wir könnten hier einen Vorteil rauskriegen. Die Vorhäuser haben ganz schön gesessen. Ja. Kaufen wir auf jeden Fall ein paar. Ich werde hier ein bisschen auf. Ah, einen machen wir noch. Da sind die schon mal sehr gut dabei. Die Mana von Nahen verbinden. Jeder Mana-Punkt regeneriert 1,5 Mana bis zu 3 pro Ziel. Schließlich Mana springt auf Verbündete über. Und der kleine 0,9. Die sind auch nicht schlecht dabei. Okay, dann gehen wir auf 20. Dann müssen wir jetzt noch mal nachlegen. Ich glaube, ich werte lieber ihn auf. Ah, dafür habe ich da nicht genug Knete. Pack mir hier noch einen davon rein. Oh, ich hasse das. Wenn immer noch so viel Kohle übrig bleibt. Ich weiß nicht, ob wir das hier halten. Ich bin 1000 zurück. Ich gebe mir Mühe. Ich glaube, könnte ich auch noch reinknallen. Stichler mit rein. Magieschaden. Mimik. Okay, 1240 gegen 1100. Oh, ich bin aber gut dabei. Oh, der wird fast weggemacht. Der ist ganz low. Der ist auch ganz low. Ah, shit.
Scheiße. Defeat. Das war knapp. Die Leute werden halt immer besser. Ich schaff's aber einfach nicht aufzusteigen. Das gibt's doch nicht. Ich verliere aber so viele Punkte. Und dann kämpfe ich mich hoch und kurz davor geht's wieder down. Lasst ein Like da und ein Abo. Das war das mal mit Leech für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.